den König zu erwischen. Das ist unser Ziel, schon seit langer Zeit gibt es dieses Spiel. Der Bauer ist die Seele und marschiert voran. Springer und auch Läufer stürmen hinten dran. Die Dame und der Turm helfen kräftig mit, die Festung zu bezwingen mit jedem Zug und Schritt. Es ist ein schöner, leiser. Herzlich willkommen zurück zu Chessy TV Talk. Diesmal haben wir als Gast Großmeister Ilya Zaragatzki. Hallo. Hallo. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Gestern die Schachlegende, den großen Großmeister Arthur Josipov und jetzt einen ganz jungen Großmeister, der aber auch schon mal auf der deutschen Jugendmeisterschaft war, auch schon mal deutscher Jugendmeister war. Also sozusagen ein Zurückkommen zu alten Wurzeln für dich. Genau, ja, ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. Ich bin jetzt 30, habe also meine letzte deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft schon lange Zeit her, vor 12 Jahren. Aber ja, es ist fast alles gleich geblieben. Es hat sich natürlich ein paar Sachen haben sich verbessert, aber die Gesichter, die man sieht und wie es funktioniert so von der Grundstruktur, ist alles noch sehr ähnlich. Und ja, ich fühle mich einfach so ein bisschen zurückversetzt, als wäre ich niemals weg gewesen. Du hast auch in Willingen damals schon gespielt. Ich habe auch schon in Willingen gespielt. Ich meine zweimal. In der U16 einmal und einmal in der U18. Und zwischendurch gab es dieses eine Jahr in Winterberg. Da habe ich noch ein bisschen bessere Erinnerungen dran. Da habe ich tatsächlich geschafft, den deutschen Meistertitel zu erringen. Und ja, einmal in der U18 habe ich den zweiten Platz hinter Arik Braun belebt. Und in der U16 weiß ich gar nicht mehr. Glaube ich nicht so erfolgreich. Und was hat sich geändert so aus deiner Erinnerung von damals, als du gespielt hast, zu jetzt, wie du es als Gast erlebst? Wie gesagt, nicht viel. Also ich erkenne immer noch die gleichen Gesichter, dieselben Leute wie von früher, die sich scheinbar auch nicht viel verändert haben, so wie ihr beide zum Beispiel. Es ist alles noch ein bisschen professioneller geworden, also das gefällt mir sehr gut. Ich fand es damals auch immer schon sehr angenehm. Und ja, jetzt ist es sogar noch ein bisschen besser geworden. Welche positiven Erinnerungen hast du denn an damals? Ja, also wenn es sportlich erfolgreich lief, dann natürlich solche, aber auch sonst. Das Freizeitprogramm war immer sehr spannend und man konnte immer sehr viel abseits des Schachbrettes auch machen. Ich glaube, das Angebot habt ihr auch noch ein bisschen ausgeweitet, habt euch ein paar neue Dinge einfallen lassen. Also Respekt, sehr professionell alles, als würdet ihr das ganze Jahr gar nichts anderes machen. Und was ist deine Tätigkeit jetzt hier? Nur zugucken oder? Ich vertrete die Farben von Chess24. Ich habe hier vorne aus dem Studio rauskommend direkt an der Wand so einen kleinen Stand aufgebaut. Dort habe ich 2 Notebooks und 2 Tablets. Da kann man sich auf Chess24 so ein bisschen austoben. Habe ein paar Merchandising-Artikel dabei, Jutebeutel, T-Shirts, Kulis, USB-Sticks. Ich meine, das war's. Und auch Flyer dabei, mithilfe derer man sich entweder 1 Gratismonat oder sogar 6 Gratismonate, wenn man eine Einjahres-Premium-Mitgliedschaft abschließt, sichern kann. Also allerlei Interessantes, was ich euch da zeigen und erzählen kann. Aber du bist jetzt nicht nur als reiner Verkäufer hier. Nein, ich bin nicht als reiner Verkäufer hier. Ich wollte so ein bisschen das Produkt vorstellen für all diejenigen, die es noch nicht kennen. Aber ich bin auch hier sehr aktiv. Zum Beispiel heute hatte ich 2 Aktionen schon. Das ist meine dritte. Um 11 Uhr gab es dieses Schlag den Großmeister. Was ist das genau? Da hatten die Teilnehmer der deutschen Jugend-Einzelmeisterschaft die Möglichkeit, gegen mich im Blitzen anzutreten auf einem DGT-Brett. Das wurde dann live bei Chess24 übertragen, auch auf der Homepage der deutschen Schachjugend und der deutschen Einzelmeisterschaft. Und ja, jeder, der mich geschlagen hat, hat einen Sachpreis bekommen, beziehungsweise mehrere, die bereits beschriebenen. Insgesamt habe ich, glaube ich, 18 Partien habe ich gespielt. Und ja, gleich die erste und die dritte Runde, da musste ich Niederlagen eingestehen. Und ja, den Rest habe ich gerade noch so irgendwie meine Gegner betrügen können. Und sind das ja doch besondere Talente hier, wenn die dich als Großmeister doch besiegen können?
Selbstverständlich, ja. Das war die erste Aktion am heutigen Tage. Die zweite war dann um 16:30 Uhr. Da habe ich in simultan gespielt an anfangs, meine ich, 22 Bretter und dann sind später noch drei Spieler hinzugekommen. 20,5 zu 4,5 ist es ausgegangen. Also drei Partien musste ich verloren geben und drei Remis musste ich auch abgeben. Und selbst in den Partien, die ich gewonnen habe, blitzte durchaus das ein oder andere Talent auf. Also ich kann mich erinnern an einen meiner Gegner, der sah sehr, sehr jung aus und hat wirklich unglaublich stark gespielt. Ich hatte dann noch einen taktischen Trick und konnte mich ins Remis retten, aber also teilweise war ich echt imponiert, so jung wie meine Gegner waren, was die da für Paroli geboten haben. Also auf jeden Fall einiges an Talenten hier auch beim Blitzen. Und du hast ja auch einige Partien auch hier live kommentiert, oder hast du dich auch intensiver mit den Partien beschäftigen können? Genau, das war auch eine meiner Tätigkeiten hier. Ich hatte die Freude, im Studio zu sitzen, neben Raphael und Arthur. Und da haben wir uns ein paar Partien angeschaut. Ja, und auch da durchaus die eine oder andere qualitativ hochwertige Leistung am Schachbrett. Vor allem die U16 ist ja dieses Jahr sehr stark. Ich habe mir vorhin gerade noch eine kleine Statistik-Lehrstunde geben lassen, dass der Erste der zweiten Hälfte immer noch Fidemeister war und am ersten Brett in der ersten Runde dann also ein Fidemeister gegen einen Eins-Gesetzten in der U16 gespielt hat. Also da kommt allerlei nach. Diese Frage ist immer sehr beliebt. Irgendwie war früher alles besser oder sind die Jugendlichen heute stärker? Ja, ist immer ein bisschen schwierig zu vergleichen. Also ich habe natürlich die Perspektive von damals. Damals schien mir 2-2, 2-3 unglaublich stark. Heute ist es ein bisschen eher der umgekehrte Fall. Da muss man die Inflation noch reinrechnen. Ich glaube, es gab schon stärkere, zumindest nominell stärker besetzte deutsche Meisterschaften, vor allem so in der Königsklasse, in der U18. Aber ja, also vor allem in der U16 gibt es schon auch sehr, sehr talentierte und starke Spieler. Also ich weiß noch, 2002 war mein großer deutscher Meistertitel U18. Da hatte ich 2-2-46 und mit der Zahl war ich, glaube ich, an sechs gesetzt und bin dann deutscher Meister geworden. Heute 2-2-50, was ist das schon? Damals erschien uns das allen schon eine ziemliche Errungenschaft. Und wie ist denn dein schachlicher Weg eigentlich weitergegangen, nachdem du jetzt deutscher Jugendmeister geworden warst, wahrscheinlich auch international, EM oder WM gespielt hast? Genau, ja, also ich war ständiger Gast auf der deutschen Meisterschaft, immer vorne mit dabei, habe noch drei Vizetitel, glaube ich, insgesamt dann auch sammeln können. Und zweimal habe ich die WM mitgespielt, einmal die EM oder was andersrum. Nee, ich meine, das stimmt. Das war auch immer ein großer Spaß, das war auch immer ein großes Highlight, als ich da mitgespielt habe. Ja, und dann war ich irgendwann raus aus der Jugend. Entsprechend hatte ich dann auch nicht mehr ganz so viel Zeit für Schach. Dann musste ich erstmal meine Schule fertig machen, Abitur und dann habe ich angefangen zu studieren. Und ja, nebenher immer ein bisschen Schach gespielt. Ein bisschen ist vielleicht sogar ein bisschen untertrieben. Ein paar Turniere im Jahr in Ligen relativ aktiv. Und dann nach meinem Studium hatte ich dann endlich die Zeit und die Muße, nochmal ein halbes Jahr so richtig ordentlich Schach zu spielen. Bin dann viel gereist. Das war im Sommer 2013 und habe viele Turniere gespielt. Und dann tatsächlich das erste Turnier, das ich nach Abschluss meines Studiums gespielt habe, da habe ich dann die letzte Großmeisternorm gesammelt. Und seitdem darf ich mich Großmeister nennen. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal Ja, nachträglich. danke. Ja, per Jechner. Wie waren deine Anfänge? Ich frage natürlich einen besonderen Grund. Ja, also meine erste deutsche Meisterschaft habe ich mit 9 Jahren gespielt, damals in Pinneberg in der U11. Und seitdem In jedes der Jahr dabei, glaube Kaserne. ich, genau, in der Kaserne war das damals, ganz charmant. Und seitdem jedes Mal, glaube ich, bis auf eine Ausnahme dabei gewesen, dann bis zur U18 durch. Ich bin ja in St. Petersburg oder in dem damaligen Leningrad geboren. Dann war ich 7 Jahre alt, als meine Familie ausgewandert ist. Und in Deutschland sind wir dann nach Mönchengladbach gezogen. Dort dann auch in den Schachverein, in den lokalen, in den Reiterschachverein eingetreten. Und ja, da war ich dann 2 Jahre ungefähr, also in der Jugendgruppe damals dort und dann im Verein. Und dann im Alter von 10 müsste das gewesen sein oder 11 bin ich dann gewechselt nach Bochum zum damaligen FC Bayern München des Jugendschachs, dem Rekord- und Dauersieger der deutschen Vereinsmannschaftsmeisterschaft, so nennt man das.
Ja, genau. Also ich weiß, du bist auch aus Mönchengladbach, deine Genau. Tochter spielt auch beim Reiterschachverein. Wir haben hier noch einen Teilnehmer aus Mönchengladbach, vom Reiterschachverein. Ja, also die Stadt ist nicht gerade in der Vergangenheit hervorgetreten durch besondere Schachtalente oder sehr starke Vereine. Das sieht da eher ein bisschen mau aus. Ich glaube, insgesamt gibt es jetzt drei Schachvereine in Mönchengladbach. Eine große Stadt mit 260.000 Einwohnern, das kennt man aus anderen Städten ein bisschen anders. Also so viel geht da nicht, aber ich glaube, da tut sich langsam auch so ein bisschen was. Und da gibt es einige engagierte Menschen, die dort versuchen, auch Jugendliche heranzuziehen. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Entwicklung. Dort habe ich auf jeden Fall auch angefangen. Ja. Wie sah denn die Förderung in den beiden Vereinen aus für dich als Jugendlichen? Hast du ein Einzeltraining bekommen, oder musstest du mehr selbst tun, oder wie lief das ab? Einzeltraining hatte ich auch, aber relativ wenig. Wir waren zumeist in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen. Es gab damals einen sehr engagierten Jugendtrainer, den gibt es heute immer noch, das habe ich gelernt. Ich habe ihn auch vor 2 Jahren selbst, oder wann war das? Ja, vor 2 Jahren ungefähr selbst wieder getroffen. Gordon Fowler ist das. Der ist sehr engagiert, hat uns damals persönlich mit dem Auto noch abgeholt zum Training und dann Süßigkeiten spendiert und kalte Erfrischungsgetränke und dann, ja, es stand eher der Spaß im Vordergrund, es war nicht so auf Leistung getrimmt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ja, dann war ich doch relativ schnell deutlich besser als die anderen Jugendlichen und dann kam der Lockruf aus vom großen Bochumer Verein Bochum 31, der auch, glaube ich, hier ein paar Teilnehmer abgestellt hat. Inzwischen die Jugendmannschaft dort nicht mehr ganz so dominant wie zu früheren Zeiten, aber trotzdem noch eine relativ starke Aber wie klappt Mannschaft. das denn, wenn du sagst, es war auf Spaß aufgebaut und trotzdem bist du immer besser geworden bis hin zur deutschen Spitze? Da musst du ja selbst sehr fleißig gewesen sein, oder? Das könnte man Komm. meinen, ist aber nicht ganz der Fall. Also, naja, also ich habe relativ früh angefangen. Mein Vater hat da durchaus mich nach vorne gepusht und noch in Russland angefangen. Ich hatte noch die Freude und die Ehre, ein Jahr russische Schachschule mitzunehmen. Vielleicht kann man das sogar in meinem Spielstil dann und wann ein bisschen erkennen. Ja, und dann ging es hier weiter. Ich war halt relativ jung und ja, habe auch schon ein bisschen trainiert. Ich habe auch meinen Vater damals trainiert. Hatte dann auch Einzeltraining mit Trainern, die aber nicht aus Mönchengladbach oder da aus der unmittelbaren Region kamen, sondern eher aus dem Ruhrgebiet, aus der Gegend. Hatte da verschiedene Trainer. Ja, und habe auch selbst so 2 Stunden am Tag, wenn es ging, mit meinem Vater zusammen oder alleine so ein bisschen versucht, was zu machen. Zumindest ja, so bis zur 9., 10. Klasse, dann hat das so ein bisschen abgeebbt. Ich war durchaus schon auch fleißig. Und ich war auch viel auf Kaderlehrgängen, auf Stützpunkten, solche Geschichten, entweder von der Deutschen Schachjugend oder von der Schachjugend NRW. Da war ich schon sehr umtriebig damals. Wie sollte denn das Training denn nach deiner Meinung denn aussehen für Jugendliche oder Kinder und Jugendliche? Ja, also damals, ich rede so, als wäre ich 100 Jahre alt und als wäre das so lange zurück. Damals war es aber tatsächlich noch ein bisschen eine andere Landschaft. Es gab Schachbücher, es gab halt ja, so ein paar elektronische Lösungen, aber das war noch nicht so verbreitet und auch noch nicht so ausgeklügelt alles. Heutzutage kommt man ja an jegliche Informationen in Bruchteilen von Sekunden übers Internet ran. Und kann sich jede beliebige Öffnung beibringen oder beibringen lassen oder irgendwelche Partien nachspielen, das ist ja alles kein Problem. Damals wurde tatsächlich sehr viel mit Schachbüchern gelernt und gelehrt. Ja, also gut, damals habe ich natürlich nicht so besonders Acht darauf gegeben, wie das Training stattfindet. Ich habe einfach aufgesogen, was es So. aufzusaugen, das ist das richtige Wort. Ja, ich darf das, also ich bin ja nicht gebürtiger Deutscher. Was es aufzusaugen gab. Heute, ja, denke ich, durch all die Erfahrungen, durch all die Jahre im Schach, habe ich da so ein paar andere Perspektiven gewonnen. Habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass viele Schach eher so trainieren, dass sie sich einfach berieseln lassen, einfach in Büchern lesen, ohne Schachbrett einfach so ein bisschen überfliegen, sich Wissen aneignen, aber nicht unbedingt können. Und wenn man wirklich sich verbessern will und sein Schachkönnen auch verbessern will, dann muss man doch ein bisschen raus aus der Komfortzone, tatsächlich auch mal mit Stift oder mit Brett und
sich da hinsetzen und mal auch angestrengt überlegen, Wettkampfsituationen simulieren, tatsächlich also selbst aktiv auch mitdenken und nicht einfach nur versuchen aufzusaugen, was einem so geboten. Was heißt Wettkampfsimulation? Vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen Chess 24 zu pluggen. Wir haben zum Beispiel eine Videoserie oder wir haben drei Videoserien vom Autor Matthew Sadler. Drei englischsprachige Videoserien, sehr starker Großmeister, der inzwischen kein Profi mehr ist, aber zu seiner besten Zeit knapp unter 2,7 hat, jetzt auch noch 2,640, glaube ich. Und den fand ich schon immer sehr inspirierend. Und der erzählt in seinen Videoserien auch so ein bisschen, wie er manchmal trainiert, nämlich schaut er sich so eine Live-Übertragung von Superturnieren an und versucht sich einfach hineinzuversetzen in einen der beiden Spieler, sucht er sich dann eine Partei aus, zieht sich tatsächlich auch noch schick an und simuliert einfach diese Wettkampfsituation, setzt sich dahin mit Uhr und versucht einfach gegen den virtuellen Gegner in diesem Fall eine Partie zu spielen. Und ja, das simuliert einfach diesen Wettkampfcharakter und schult dann so ein bisschen auch schon mal für den Ernstfall. Und wenn der Ernstfall dann kommt, also im Turnier, in der praktischen Partie, fällt das auf einmal dann leichter. Man sieht Varianten schneller, erkennt Muster und Ideen, weil einfach das Gehirn so ein bisschen trainiert ist. Gestern meinte Arthur zum Beispiel, dass weniger mit Computern gearbeitet werden sollte, sondern einfach der freie Geist mehr arbeiten sollte. Aber viele Kinder und Jugendliche haben ja eben Computer, Fritz und wie sie alle heißen, Houdinis, wir können noch ein paar Werbemaßnahmen machen. Wie siehst du das denn? Ja, die elektronische Krücke ist ein Segen, aber auch ein Fluch, je nachdem, wie man es einsetzt. Ich bin ja auch häufiger bei Chess24 vor der Kamera, so wie jetzt, und kommentiere bei besonders großen Events auch Partien. Und dann kriege ich immer wieder mit, dass ja, unsere Zuschauer einfach die Engine mitlaufen lassen und die spuckt ja sofort die Bewertungen aus und die besten Züge und auf einmal scheint Schach so leicht und so einfach und man braucht einfach nur abzulesen, was die Engine sagt und man glaubt es zu verstehen. Aber das hilft einem nicht wirklich dabei, Schachverständnis aufzubauen und zu entwickeln oder praktische Fähigkeiten sich anzueignen. Also wenn man wirklich aufhört, seine Partien selbst zu analysieren, zum Beispiel mit seinem Gegner nach der Partie oder vielleicht auch alleine am Brett, sondern stattdessen einfach die Partie eingibt in den Computer, der spuckt dann schon aus, wo die Fehler gemacht wurden und wo Verbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, dann ist das eher kontraproduktiv. Natürlich ist ein Computer trotzdem eine sehr, sehr große Hilfe, zum Beispiel bei der Öffnungsvorbereitung, aber auch um wirklich so ein bisschen Schach zu durchdringen. Also Computer zeigen ja, oder haben jetzt in ihrer Karriere seit den 10, 20, 30 Jahren, wo sie im Schach eingesetzt werden, gezeigt, was möglich ist. Diese klassische Schule und Lehre des Schachspiels wurde ja fast komplett auf den Kopf gestellt, oder zumindest nicht auf den Kopf gestellt, aber erweitert um neue Herangehensweisen, die vor der Einführung der Computer überhaupt nicht zu denken gewesen wären. Also sie können auch ein sehr, sehr treuer Helfer und Begleiter auf diese Art und Weise darstellen, solange sie einen nicht dazu verleiten, sein eigenes Denken zu ja, abzustellen und ja, runterzufahren. Man sollte auf jeden Fall immer aktiv selbst noch mit überlegen. Also mein Rat, wenn ihr mal zum Beispiel eine Turnierübertragung verfolgt und Partiekommentierung euch anschaut, einfach mal die Engine ausschalten und sich selbst ein paar Gedanken machen. Vielleicht auch gar nicht mal auf die Kommentatoren immer direkt hören, vielleicht mal kurz den Ton ausmachen oder auf Pause drücken, sich selbst mal ein paar Gedanken machen, das dann abgleichen mit den Vorschlägen der Großmeister und der Engine. Das, glaube ich, hilft schon weiter. Und das deckt sich zumindest mit dem, was Arthur gestern gesagt hat, ist aus dem Munde eines, der mit Technik Geld verdient. Eine interessante Aussage, finde ich gut. Nochmal zurück zu dir. Ja, es ist ja eine Frage, so, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ja. Ist ja eine Frage, wie man das Ganze einsetzt. Also ja, ja, man klar. Kann zum Beispiel, man kann schon unsere Videoserien, also einer unserer großen Mehrwerte der Premium-Mitgliedschaft ist der Zugriff auf, ich glaube, aktuell sind es in der deutschen Sprache 60, ungefähr 60 Videoserien, jeweils dann noch 3-4 Stunden Laufzeit. Also man könnte tatsächlich theoretisch den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen und sich die eine Serie nach der anderen reinschaufeln. Aber also es vermehrt das Wissen, aber nicht das Können. Und ja, wenn man wirklich
sein Können auch vertiefen will, und dann muss man diese Muster und Strukturen und Ideen aus verschiedenen Stellungstypen irgendwie absorbieren. Und das geht am besten, indem man das am Brett nachspielt, versucht nicht nur die Züge auswendig zu lernen, sondern auch die Ideen dahinter zu verstehen. Unsere Autoren achten auch immer darauf, dass sie die Ideen auch erklären. Wir haben E-Books, die dann die puren Variantenbäume abbilden. Oder vielleicht auch mal selber ein paar Züge machen, mal ausprobieren, ja, aber warum jetzt nicht dieser Zug oder auch mal sich ein paar Notizen machen, solche Dinge. Also je mehr man selbst investiert, desto mehr kriegt man dann auch zurück. Ja, also Arthur hat ja gestern die Tools auch schon auch, ja. richtig nutzen. Also Arthur hat gestern ja auch nicht die Technik verteufelt, sondern eben genauso wie du eben Genau, halt immer wieder darauf hingewiesen, das eigene Denken ist das Wichtigste, das darf genau. nicht ersetzt werden durch Maschinen. Hat er so Deswegen ein schönes glaube ich, Beispiel gebracht, wo man auch sagt, der Computer gibt irgendeinen Zug vor, aber man weiß ja eigentlich gar nicht warum. ja. Und deswegen muss man sich die Stellung so weit erarbeiten, dass man vielleicht selbst zu dem Zug kommt Genau, ja. und das andere als Hilfsmittel nutzt und als gute Unterstützung. Aber eben, und das ist halt die Gefahr, glaube ich, bei Jugendlichen sehr stark, dass man so beobachten kann, dass die Genau. nur noch maschinengläubig werden und das eigene Also, Denken einstellen. ja, ich kann mich selbst erinnern, ich habe auch teilweise einfach Varianten auswendig gelernt und habe sie nicht verstanden. Manchmal macht es trotzdem noch Sinn. Also wenn man sich irgendwie eine forcierte Variante versucht zu merken und dann mit einer Wahrscheinlichkeit, dass sie aufs Brett kommt, macht es schon Sinn. Wenn man dann aber wenigstens am Brett versucht nachzuvollziehen, warum der Computer die eine oder andere Variante dann ausspuckt. Aber einfach wirklich blind sich das versuchen zu merken, das hilft auch nicht viel, weil das eher ins Kurzzeitgedächtnis geht und dann fällt das wieder raus. Weil wenn man sich so Verknüpfungen im Gehirn herstellen kann, und unterschiedliche Muster miteinander verbinden, dann bleibt das auch dauerhaft und dann kann man auch diese Muster auf andere Situationen übertragen. Und das ist das, glaube ich, auch, worauf es ankommt. Es gibt ja auch sehr, sehr nützliche Tools elektronischer Natur, die auch direkt dieses aktive Denken, aktive Investieren an grauer Materie fördern, zum Beispiel so ein Taktiktrainer. Also ich glaube wirklich, wenn man jeden Tag 20, 30 Minuten auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder wohin auch immer Taktikaufgaben löst, dann ist man in einem Wettkampf tatsächlich 50, 100 Punkte einfach stärker, weil man einfach ja, diese Muster schneller erkennt, schneller Varianten berechnen kann, schneller das Zusammenwirken der Figuren einfach intuitiv spürt. Ja, einfach indem man diese kleinen Aufgaben, diese Nüsse knackt, Aufgabe für Aufgabe, gibt ja auch immer so ein kleines Belohnungs. So ein positives Gefühl, so ein Erlebnis, jedes Mal, wenn man es richtig löst. Ich glaube, das kann schon viel ausmachen. Und es ist auch eben eine Form von aktivem Mitarbeiten, aktivem Trainieren. Also man wir muss wirklich dann Training als Übung verstehen und nicht als Lernen. Das, Wobei Arthur gestern noch sehr stark darauf hinwies, neben dem Element des Trainingshelfers Computertechnik, auf den Trainer überhaupt. Und er hatte ein bisschen bemängelt, dass die Position des Trainers in Deutschland relativ schwach ist. Und hatte auch so ein Beispiel gebracht, wo er sagte, viele Spieler, auch Großmeister, sind stolz, dass sie ohne Trainer das erreicht haben, was er persönlich als sehr schlecht empfand. Um nochmal zurückzuspringen zu deiner Jugend, zu deiner Entwicklung, bis du Großmeister wurdest. Hattest du maßgebliche Trainer, die dir auf dem Weg dahin weitergeholfen haben? Ja, definitiv. Ich hatte mehrere Trainer, wie gesagt. Ich hatte auch den einen oder anderen Großmeister. Keinen, der mich jetzt meine gesamte Karriere begleitet hat, aber ich habe jetzt auch nicht den Vergleichswert, wie weit ich alleine gekommen wäre, aber bin mir ziemlich sicher, dass es zum GM nicht gereicht hätte. Vielleicht zum IM, aber ja, zum GM, also ohne extreme eigene Anstrengung, wäre das schon deutlich schwieriger gewesen. Und der Trainer ist schon so eine Art Abkürzung oder zumindest eine Hilfe, keine Abkürzung. Das, ist schon elementar wichtig. Worin Und denn? die Aufgabe eines Trainers, ganz kurz noch, ist gar nicht mal, also der Trainer muss gar nicht mal so viel stärker unbedingt sein. Es ist auch nicht immer seine Aufgabe, Stellungsverständnis einzuimpfen, sondern häufig auch einfach in den Hintern zu treten, Aufgaben zu geben, aus einem Lehrbuch einfach die Aufgaben zusammenzusuchen und den Schüler zu animieren, zu motivieren, anzustacheln, dass er auch teilweise selbst an seinem Schach arbeitet. Also er muss auch einfach so ein bisschen ja, den Schüler nach vorne bringen. Und das nicht nur mit Wissen, sondern auch ja, mit dem
mit der Anleitung zum richtigen Training sozusagen. Gut, du hast mir die Frage vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen. Nichtsdestotrotz stelle ich sie trotzdem nochmal, vielleicht ein bisschen anders. Der Trainer, oder du hast ja verschiedene Trainer gehabt, die dir weitergeholfen haben. Haben die dir auf der persönlichen Ebene weitergeholfen? Auch eben Schach nicht nur als Schach, als Kampf zu sehen, sondern vielleicht auch fürs allgemeine Leben? Kann ich mich jetzt gerade zumindest nicht dran erinnern an solche Episoden. Also mit Sicherheit, der eine oder andere Rat kam dann auch, den konnte man auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es solche Situationen gab, aber also es war schon hauptsächlich Schachtraining, kein Life-Coaching. Gibt, wenn jetzt auch die Vergangenheit mal zurück sie guckst, sie hast du so einen Trainer denn gehabt oder wo du sagst, der hat mir auf jeden Fall das und das beibringen können, ohne das hätte ich das nicht erreicht. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wie du es meinst? Also Ja, wenn du zum Beispiel ein besseres Endspielverständnis oder bessere Mittelspielstrukturen, ja, solche Geschichten. okay. Ja, kann man so tatsächlich vielleicht repräsentieren, dass einzelne Trainer für einzelne Nischen in der Gesamtkunstwerk Schach dann auch verantwortlich waren. Ich hatte einen Trainer damals, als ich frisch zu Bochum gekommen bin. Holger Ellers, jetzt ist er IM, wohnt glaube ich in Berlin, du kennst ihn vielleicht auch noch Ja, aus klar. früheren Zeiten. Der hat mir Endspiele, Bauern-Endspiele, Turm-Endspiele eingeprügelt. Ich hatte ihn gar nicht so gern in dem Moment, aber es musste rein irgendwie. Und da, also diese Grundlagen sind schon auch wichtig, vor allem für Jugendliche, die eigentlich mehr Lust haben, irgendwie Taktik zu machen oder Eröffnung zu lernen. Aber auch gerade diese, ja, ein bisschen diesen langweiligen Charakter und langweiligen Ruf tragenden Endspiele, die elementaren, die müssen auch einfach rein ins Unterbewusstsein am besten. Und ja, Holger war damals dafür verantwortlich. Vielleicht sollte ich ihm meinen Dank aussprechen für den wahrscheinlichen Fall, dass er gerade zuschaut. Ich hatte ja, ich hatte auch einen Trainer längere Zeit, einen großen Meister Michael Tsaltaev, der bei Mülheim Nord in der Bundesliga spielt, der hat mich auch häufig auf Turniere begleitet, hat einfach seinen breiten Wissensfundus als Großmeister dann auch an mich weitergegeben. Das war mein, also von der Länge und der Stärke dem eigenen Spielverständnis vielleicht mein einprägsamster Trainer. Mit dem habe ich auch relativ lange zusammengearbeitet, dem habe ich sicherlich auch viel zu verdanken. Sollten denn mehr Endspiele geübt werden oder mehr Öffnungen? Weil wir leben das immer wieder, dass die ganzen Kiddies super viele Öffnungen können. Aber sobald es dann in diese Grundmaterie geht, haben wir heute auch wieder erlebt, in den Endspielenbereich, dann sind hapert es sehr häufig. Ja, das ist, darüber kann man Bücher schreiben und Videoserien drehen. Das ist eine sehr trickreiche Frage. Also, wo wir gerade davon sprachen, mein ehemaliger Trainer, Großmeister Saltaev, hat immer zu mir gesagt, mit der Jugend ins Endspiel, da kannst du sie überspielen. Also damals schon, als ich selbst noch nicht mal selbst so alt war, aber mit den jungen Spielern ins Endspiel. Ich hatte Endspiel gern damals, ich mochte das Endspiel. Und ja, es ist so ein bisschen dieser Stereotyp des Jugendlichen, der im Endspiel dann die entscheidenden Fehler macht. Sicherlich auch ein bisschen was dran. Ja, das ist so ein bisschen, da streiten sich die Gelehrten, worauf man seinen Fokus setzen sollte. So die klassische russische Schachschule legt sehr viel Wert auf positionelles Stellungsverständnis und damit verbunden das Verständnis von Endspielen. Man hat so ein bisschen die Vermutung, dass das Verständnis, das Gefühl für diese einfachen oder für diese Stellung mit weniger Figuren in den fortgeschrittenen Partienstadien, dass das abfärbt auf das allgemeine Schachverständnis, auf das Verständnis für die Figuren, was sie für Stärken und Schwächen haben, wie sie am besten einzusetzen sind. Das ist ziemlich schwierig empirisch nachzuweisen. Aber ich, also so vom persönlichen Gefühl kann ich dem auch einiges abgewinnen. Auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht auch die Befürworter des Öffnungsfokuses mit der Begründung, ja, Endspiel kriegst du vielleicht in jeder zweiten, dritten Partie, eine Öffnung in jeder Partie. Da ist es aber auch die Frage, wie man Öffnungen wirklich trainiert oder lernt. Wenn man wirklich stur Varianten paukt, dann glaube ich, bringt das nicht viel.
das kann vielleicht mal einen Vorbereitungssieg einbringen, aber wirklich nachhaltig ist es nicht. Aber wenn man unterschiedliche Stellungsbilder, Partien von starken Spielern nachspielt, so die Ideen versucht, sich einzuverleiben und die dann auch lernt, auf andere Stellungsmuster dann ähnliche, aber ein bisschen andere zu übertragen, dann kann das durchaus schon auch sehr sinnvoll sein und auch den Weg, den Übergang von der Öffnung ins Mittelspiel erleichtern und die Planfindung im Mittelspiel entsprechend auch fördern. Ja, also ich glaube, man sollte den Fokus darauf legen, die Dinge richtig zu trainieren, und dann ist es auch gar nicht so wichtig, vielleicht in welcher Quote zueinander. Aber das Endspiel sollte auch nicht unterschätzt werden. Ich frage das eben deswegen so genau, weil in Vorbereitung zur Sendung gestern und heute ist mir dann eben auch bei einem U12-Jährigen, der jetzt auch am ersten Brett mehrfach gespielt hat, aufgefallen, eben er spielt ein einfaches, solides System, dieses Kolle-System beispielsweise mit Weiß, und überspielt seine Gegner komplett immer in den Turmendspielen. Dreimal Klingt aneinander ein ist das bisschen nach zweite, Magnus Carlsen. und ist echt interessant gewesen. Ruben Ist aber nicht Kölner, Magnus Carlsen. nein, ist nicht, nein. Aber vielleicht kannst du dir mal morgen auch mal angucken. Vielleicht passiert es ja wieder auf die gleiche Art und Weise. Ist ja schon fa sehr faszinierend gewesen. Okay, vielleicht den Zeitpunkt, um eine kleine Pause einzulegen, um uns kurz zu erholen. Und dann gehen wir in deiner Karriere weiter. Gerne. Am Tisch und freue mich innerlich. Ich hab da eine kleine Falle für dich. Wenn du das nicht merkst, wenn du das nicht siehst, dann hab ich gewonnen, ja, ich hab gesiegt. Shit happens. Scheiße passiert. Irgendwann ist irgendeiner immer beschmiert. Scheiße passiert. Ich bin's traurig, dass sich dafür kein Stein interessiert. Ist die Scheiße richtig schlecht, dann nehmen sie dich als recht, weil Scheiße passiert. Der Schweiß, kalt und heiß. Ich sitz ganz schön in der Tinte. Ich weiß, ich weiß. Du schaust mich triumphierend an, als ob ich dieses Spiel schon aufgeben kann. Du spielst lässig und cool deine Partie, doch plötzlich seh ich's und sag Klappe, mon ami. Shit happens. Scheiße passiert. Irgendwann ist irgendeiner immer beschmiert. Scheiße passiert. Ich find's traurig, dass ich dafür kein Schwein interessiert. Ist der Scheiß richtig schlecht, dann nehmen sie dich erst recht. Weil Scheiße passiert. Scheiße passiert. Geht weiter, ne? Geht's weiter? Hat Ja. der Regie-Heini gesagt, es geht weiter? Ja, dann Okay, fangen wir nochmal dann. neu an, ne, würde ich sagen. Willkommen zurück aus der Pause zu Chess Talk oder Chessy TV Talk, wie man es auch mal nimmt. Diesmal mit
Großmeister Ilya Zaragatzki. Ja, wir haben jetzt einiges schon von deinen Anfangsschritten im Schach gehört. Und da sind wir zu verschiedenen anderen Themen gekommen, wie Training und technischen Hilfsmitteln. Aber ich wollte nochmal zurück zu dem Punkt, wo du jetzt deutscher Meister, also deutsche Spitze warst. Was ging da in dir vor? Hattest du da das Gefühl, dass du Schach zu deinem Lebensmittelpunkt machen müsstest und daraus mehr machen müsstest? Oder war das für dich immer noch eine nette Nebensache? Nee, das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt nie so richtig. Also ich habe natürlich schon auch einigen Aufwand betrieben für mein Schach und viel Zeit und viel Energie natürlich reingesteckt, aber ich hatte nie vor, wirklich Schachprofi zu werden. Dafür ist der Zug dann doch auch relativ schnell abgefahren, wenn man so die Jugend- und Junioren-Weltspitze mal betrachtet, dann hätte man deutlich früher, deutlich stärker da ins Schach investieren müssen. Ja, auch als ich deutscher Meister geworden bin, das war natürlich ein Riesenmoment, große Freude. Also ich habe trotzdem nicht in dem Moment gedacht, ja, jetzt wirst du Schachprofi. Das war eigentlich nie der Plan. Warst du auch bei der Förderkompanie der Bundeswehr, oder? Ja, genau. Ich habe 2004 Abi gemacht und dann bin ich direkt zur Sportfördergruppe der Bundeswehr. Zwei Monate Grundausbildung. Und dann war ich dann insgesamt 12 Monate dort. Und das ist ja so eine Art Stufe des Profilebens, weil da macht man nichts anderes als Schachspielen. Genau, ja. Und man hat diese zwei Monate Grundausbildung, die verkürzte Grundausbildung. Inzwischen gibt es ja keine Wehrpflicht mehr. Damals gab es sie noch. Damals wieder. Genau, und danach 9 Monate waren, glaube ich, so die Regeldauer. Die meisten konnten es dann aber verlängern. Und danach hat man die Möglichkeit, eben Schach zu trainieren und auf Turniere zu fahren und dort dann auch anzutreten international und seine Kräfte mit den anderen. Und die meisten haben ja auch einen relativ großen Sprung in der Zeit gemacht. Also, genau, also ja. Könnte man auch da das Gefühl kriegen, ach, das macht Spaß, nur Schach zu machen. Und, ja, das ist auf jeden Fall so eine Gelegenheit, um mal auszutesten, wie es wohl ungefähr so wäre oder wo die eigenen Grenzen stecken. Man kennt das auch heute, auch wenn die Sportfördergruppe jetzt inzwischen abgeschafft oder die Wehrpflicht abgeschafft worden ist. Zum Beispiel die Prinzen, die legen ja alle erstmal noch ein Schachjahr ein und nicht nur die. Ich habe schon von einigen Jugendlichen gehört, die nach der Schule dann erstmal ein halbes oder ein Jahr Schach spielen, einmal versuchen, sich nochmal maximal zu verbessern in dieser Zeit, vielleicht auch tatsächlich mal so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, daraus was Professionelles zu machen. Ja, und dann nach dem Ende dieser Zeit dann nochmal abwägen, wohin die Reise gehen soll. Und so ähnlich war die Sportfördergruppe damals, nur dass man noch ein Gehalt dazu, einen ganz normalen Wehrsold bekommen hat und die Bundeswehr natürlich dann auch bei den Turnieren einen so ein bisschen finanziell unterstützt hat. Das war schon eine gute Zeit, vor allem für Verbesserungsambitionen im Schach. Dann hast du dich verbessert, das war eine gute Zeit, aber hast du gesagt, doch nicht so toll. Ich habe mich nicht so sehr während dieser Zeit, sondern vielmehr so in der Nachwirkung davon verbessert. Also ich glaube, ich bin 2,330 oder so rein und mit 2,380 raus. Also es ist nicht die Welt für ein Jahr. Gut, ich hätte ein bisschen mehr schon trainieren können. Ich hatte die Zeit, aber man will jetzt auch nicht irgendwie 8 Stunden am Tag tatsächlich, also wenn es nicht der eigene Beruf ist, da reinklotzen. Zumindest ich wollte das damals nicht im zarten Alter von 18. Wo wollte ich hin? Was wollte ich erzählen? Ja, dass du dich doch nicht für das Profi genau, entschieden hast. Genau, und in der Zeit dann nach der Bundeswehr habe ich trotzdem noch das ein oder andere Turnier gespielt und dann bin ich von diesen 2,380 relativ schnell zu 2,480 dann gesprungen. Also man hat schon dann gespürt, dass es ein bisschen was bewirkt hat, dieses Jahr oder diese 10 Monate Schachtraining nicht verloren waren, sondern ja einfach so ein bisschen dieser Effekt etwas später einfach eingetroffen ist. Und woran fehlt es denn, dass du jetzt sozusagen kein 2,6er, 2,7er Großmeister geworden bist? Das war eine bewusste Wahl. Wahl, ja, stärker also, zu werden? Da gibt es natürlich viele Faktoren. Also ja, man legt den Grundstein schon so im Kindes- und Jugendalter, je nachdem wie fleißig man da ist und auch sonst ist, glaube ich, auch Fleiß wahrscheinlich der entscheidende Faktor, nicht mal so sehr Talent, sondern tatsächlich auch Fleiß und aber auch so der eigene Antrieb, die Motivation und
Ja, die war jetzt bei mir vielleicht auch nicht immer so bei 100%, wie ich das sehe teilweise, wenn ich hier so in die Gesichter meiner Gegner, zum Beispiel jetzt bei diesem Schlag, den Großmeister oder beim Simultan schaue. Die brennen wirklich für Schach, die sind super motiviert und wenn ich mal so ein bisschen mit denen rede, dann erzählen die mir, wie sie Schach trainieren, kommen nach der Schule, gucken sich dann vielleicht ein paar Videos bei Chess24 an, spielen dann Geschwätzblitz und lösen Taktikaufgaben, haben da auch super viel Spaß dran. Ja, bei mir war das damals nicht ganz so passioniert, wie ich das von vielen Leute kenne. War das Also denn ich nur glaube, das ist auch ein ein Hobby wichtiger von vielen Faktor. für dich, oder Bitte? war Schach denn nur ein Hobby von vielen für dich, oder? Nee, war schon eine größere Sache. Ja, aber ja, also so diese riesengroße Liebe und diese Passion, die man braucht, um wirklich ganz hohe Reihen zu erreichen, wie man das zum Beispiel auch von Magnus kennt, der wirklich Magnus Carlsen, der wirklich jede freie Minute damit verbringt, irgendwie was über Schach zu lesen, irgendwelche Partien sich anzuschauen, sich irgendwie damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, um sich zu verbessern. Vielleicht der wichtigste, dass man einfach das gerne macht und daran wirklich viel Freude empfindet und dann auch diesen Antrieb mitbringt, diese Eigenmotivation. Dann kommt man auch weit. Und trotzdem andere Sporthobbys hast du bestimmt auch, weil wir dich hier in der Freizeithalle schon Fußball spielen sehen haben und ziemlich gut sogar. Du hast Gummitwist gemacht, beziehungsweise bist, wie nennt man das, dieses Ding, Seilchensprung und das Seilchen ziemlich gut, also wirklich sehr, sehr gut, 30, 40 hintereinander oder sowas, also deswegen machst du das denn sonst noch was in der Freizeit? Ja, also ich habe schon immer gern Sport gemacht, mache das immer noch, wenn die Zeit dafür da ist. Früher dann eher so Mannschaftssport, auch Fußball habe ich super gern gespielt. Habe Tischtennis auch sehr viel gespielt. Ist nicht das Paradebeispiel für Mannschaftssport, aber schon sehr viele Sachen. Ja, irgendwie, wenn man so ein bisschen älter wird und einem so auch ein bisschen die Zeit fehlt und auch die Zeit, solche Dinge zu organisieren, wie so eine Fußballrunde, dann geht man halt laufen. Das mache ich aktuell. Ja, auch Tischtennis, wenn ich mal die Gelegenheit habe. Hier bin ich noch nicht dazu gekommen. Ich warte auf den Moment. Wenn ihr uns zuschaut, fordert mich heraus zum Tischtennis. Ich habe große Lust dazu. Okay, und du bist ja Mönchengladbacher oder hast ja mehrere Jahre gelebt, deine Familie lebt da ja eben teilweise ja immer noch. Wie kommt man dann nach Köln zum Studium? Das In die muss man verbotene mal Stadt. richtig in die verbotene Stadt. Das solltest du Ja, uns mal ganz einfach. erklären. In Mönchengladbach gibt es keine Uni. Es gibt eine Fachhochschule Niederrhein, die man sich mit Krefeld teilt. Aber es ist eben eine Fachhochschule, die spezialisiert ist für auf einige wenige Studiengänge. Und eigentlich, ja, die meisten Leute von damals, die ich kenne oder kannte, sind dann irgendwo anders hin raus aus Mönchengladbach, sobald man also die primäre Bildung abgeschlossen hat, die primäre Ausbildung, geht man raus. Und es gibt ja Aber ich viele. habe die Stadt mal gesehen, da kann man doch nur weglaufen eigentlich. Oder nicht? Ja, also es ist nicht besonders viel los. Es ist zwar eine Stadt mit relativ vielen Einwohnern, aber es ist so ein bisschen, also das Besondere an Mönchengladbach ist, dass es aus zwei Städten zu einer geworden ist. In den 70er Jahren war es, als Mönchengladbach mit Reit zu einer Stadt zusammengeschlossen wurde. Und deswegen fühlt es sich nicht ganz so riesig an, weil es eben zwei Stadtzentren gibt und nicht einen so einen großen Und ihr müsst mich jetzt Einwohnungs. aufklären als Hamburger, warum darf man das Mönchengladbacher nicht nach Köln ziehen? Wegen der großen Fußballrealität, Borussia und der FC. Wobei die Borussia den FC natürlich schon längst abgehängt hat. Ja, ich dachte, okay, das ist nur Pille-Palle Das Pille-Palle ist richtig. Ich wegen meine, Fußball. Das sehen nicht ich alle mein, so. ich bin ja Düsseldorfer und da ist das noch schlimmer mit Köln. Aber nichtsdestotrotz, Mönchengladbach ist übrigens auch die einzige Stadt in Deutschland, die zwei Hauptbahnhöfe hat. Ja, das ist bekannt geworden durch Wer wird Millionär, aber das ist eine andere Geschichte. Und Das macht sie aber auch nicht attraktiver. das ist grundsätzlich richtig. Aber es ist Ich etwas wohne, genau. Interessantes zu wissen. Ich sage immer zu meiner Frau, ich wohne in Mönchengladbach, ich lebe da aber nicht. Und Ja, und deswegen, also viele Jugendliche, wenn sie dann Abi gemacht haben, gehen dann studieren irgendwo im Ruhrgebiet oder in Aachen oder in Köln oder auch in den Niederlanden oder in Düsseldorf. Und es gibt ja genug Möglichkeiten und bei mir ist die Wahl dann halt eben auf Köln gefallen. Und damit war ich bei weitem nicht allein und Was hast du man da studiert? Volkswirtschaftslehre und Soziologie habe ich dann dort studiert. Der letzte Diplomstudiengang damals, Wintersemester 2006, habe ich angefangen. Aber bei so einem Studium kann doch was Vernünftiges aus einem werden. Und du bist trotzdem im Schach Und gelandet. trotzdem ist bei aus mir nichts Vernünftiges geworden. Was machst du denn derzeit? Ja, ich sehe schon, du hast, während du die Frage formuliert hast, auf mein T-Shirt geguckt, auf Ja, weil das die ist Logo auf blau. meiner Brust.
Ich arbeite derzeit als Geschäftsführer von Chess24 tatsächlich in Hamburg. Bin seit 1,5 Jahren jetzt in dieser Position tätig. War vorher schon als Freelancer, als Selbstständiger für Chess24 in Hamburg unterwegs. Ja, und jetzt darf ich in einem zivilen Beruf im Angestelltenverhältnis ganz normal, also nicht als Schachprofi, als Geschäftsführer die Geschicke von dieser Firma leiten, was mir natürlich große Freude bereitet und ja, so ein bisschen die perfekte Symbiose aus meiner Leidenschaft, meinem Hobby und aber auch dem, was ich studiert habe, darstellt. Und ja, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Was überwiegt denn da jetzt bei deinem jetzigen Job? Das bürokratische, wirtschaftliche Aufgaben, oder ja. Das Also schaffliche? es Genau, ist, ja. wo ich meinen Großmeisterstatus wirklich einbringen kann, das ist eher ein geringerer Prozentteil des Daily Businesses. Also es ist tatsächlich eher so ein Bürojob, ja, so ein bisschen in einer leitenderen Funktion dann natürlich. Aber es hilft, Schachspieler zu sein, selbstverständlich, und die Bedürfnisse von Schachspielern, ich bin ja auch früher ein bisschen schlechter gewesen von der Spielstärke her und jünger, also ich kenne verschiedene Phasen, verschiedene Bedürfnisse eines Schachspielers, das hilft natürlich schon darin, die eine oder andere strategische Entscheidung auch zu treffen, in welche Richtung man sich weiterentwickeln möchte und welche Bedürfnisse von Schachspielern man bedienen möchte. Und was macht deine eigene Schachkarriere? Die blüht derzeit wieder auf. Ja, ich bin halt jetzt Großmeister. Das war mein großes Ziel. Meine beste Elo-Zahl war 2,519 mal virtuell. Jetzt bin ich ein bisschen unter 2,5, 2,491 ist jetzt meine aktuelle Elo-Zahl. Aber in dieser Saison, ich habe nicht mehr so viel Zeit, Turniere zu spielen. Mein letztes Turnier ist jetzt schon einige Zeit her. Das war, glaube ich, vor 1,5 Jahren in Nürnberg. Und davor auf Havanna habe ich mir mein Turnier gegönnt, vor 2 Jahren. Also das sind meine letzten beiden Turniere gewesen. Aber ich bin im Ligabetrieb noch immer aktiv, spiele da in Deutschland, in Katernberg, jetzt in der letzten Saison gespielt, und in den Niederlanden und in Belgien. Habe aber auch schon in Frankreich und Luxemburg und in Österreich und in England in den Ligen gespielt. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Und ja, die Saison ist sehr, sehr gut gelaufen in allen drei Ligen, in denen ich gespielt habe, weil ich auch tatsächlich Wege und Möglichkeiten gefunden habe, Inspiration und Motivation zu finden in dieser Saison, zufälligerweise. Aber für deine jetzige Firma machst du ja auch schachliche Sachen. Ja. Also ich habe ja selbst mit dir mal eine Sendung bei euch machen dürfen und du kommentierst und Genau, ja, ich springe immer wieder mal ein im Studio, falls mal Not am Mann ist. Es ist nicht meine primäre Aufgabe. Ich mache das aber sehr, sehr gerne, und wenn ich die Möglichkeit habe und wenn es auch vor allem so die täglichen Aufgaben zulassen, zeitlich, dann hüpfe ich auch mal ins Studio bei so großen Events wie jetzt zum Beispiel am Kandidatenturnier, wenn wir auch mal eine deutsche Live-Kommentierung anbieten, neben der obligatorischen englischsprachigen, dann geselle ich mich da gerne mal hinzu. Ja, weil es auch einfach sehr viel Freude macht und auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. So wie hier zu sein, ist auch mal was anderes, als immer auf dem Bürostuhl zu sitzen. Ja, aber es ist eigentlich nicht mein Hauptwirkungsfeld im Studio. Ich versuche es trotzdem zu machen, wo ich es kann. was erwartet uns denn noch von Chess24 hier bei dieser Meisterschaft? Chess24 wird weiterhin den einen oder anderen interessanten Preis stellen. Zum Beispiel haben wir morgen Abend um 19 Uhr, glaube ich, geht es los, ein Blitzturnier. Also nicht wir, ihr habt das Blitzturnier. Also ich sage wir, ich bin ja auch hier beim DSJ-Team. Es wird ein Blitzturnier geben und die Preise, die werden von Chess24 vorgestellt. Aber das ist noch nicht alles. Morgen erwartet uns noch ein anderes großes Highlight, nämlich Großmeister Jan Gustafsson, unser Aushängeschild, unsere Galionsfigur von Chess24, den man wahrscheinlich so am ehesten mit Chess24 verbindet, weil er doch die meisten Videos bei uns aufnimmt, und seine Live-Shows sind ja auch legendär. Der wird uns morgen hier besuchen, in Willingen bei der Deutschen Meisterschaft. Kommt, glaube ich, gegen kurz vor 2 kommt er an. Es ist simultan mit ihm geplant, 14 Uhr. Möglicherweise werden wir dann oder werdet ihr die Uhrzeit noch ein bisschen anpassen müssen. Und er wird dann, glaube ich, auch mit Blitzen und für die eine oder andere Verrücktheit noch zu haben sein. Also auf Jan können wir uns freuen.
Was gibt es sonst noch von Chess24? Der Stand ist immer noch da. Man hat immer die Möglichkeit, sich diesen einen Gratismonat oder die 6 Gratismonate auf die jährliche Mitgliedschaft bei mir dort an den Flyern abzuholen. Dort steht drauf, wie man das Ganze einlöst, exklusiv für alle Teilnehmer der deutschen Meisterschaft. Und das eine oder andere Merchandising-Paket oder den einen oder anderen Merchandising-Artikeln werden wir weiterhin rausgeben. Ich habe Jan gesagt, er soll noch mal eine Ladung T-Shirts und Tassen, Beutel bitte. Und vor allem auch Tassen. Danach bin ich schon einige Male gefragt worden. Es kommen sogar Tassen mit Autogramm, hat mir Jan versprochen. Also er wollte auf jeden Fall was einpacken. Wir werden morgen sehen, ob er sein Wort gehalten hat. Aber ich rechne sehr fest mit dringendem Nachschub, denn meine Vorräte gehen auch langsam zur Neige. Sieht man dich denn hier auch noch mal im Schachbrett? Ja, ich blitze morgen mit. Beim Blitzturnier. Ja, die eine oder andere Spaßpartie werde ich mir auch nicht verkneifen können. Gibt es nochmal so einen Schlag den Großmeister? Und ja, das weiß ich nicht. Da haben wir jetzt nichts geplant. Aber was wir geplant haben, ist eine Runde Geschwätzblitz, nämlich hier auch aus dem Studio. Live gegen Teilnehmer hier auch der Deutschen Meisterschaft oder von mir aus auch gerne Betreuer. Müssen wir gucken, wie wir das ausschreiben. Da werde ich dann vor der Kamera meine Gedanken versuchen auszuführen, während ich die Partie spiele. Das wird, glaube ich, auch eine ganz interessante Geschichte. Also am virtuellen Brett wird man mich da in diesem Zusammenhang auf jeden Fall nochmal sehen. Okay, da du jetzt Großmeister bist, ehemaliger deutscher Jugendmeister, wie schätzt du denn das jetzige deutsche Schach ein? So vom Niveau her, wir haben die Schachprinzen, die nach oben gesprungen sind, weit nach oben. Was ist so, wo steht das deutsche Schach aus deiner Sicht? Was ist davon zu erwarten, auch für die Zukunft? Ja, das Manko vom Schach in Deutschland ist immer so ein bisschen die Spitze. Die Spitze ist immer so ein bisschen das Problem, das Sorgenkind. In der Breite, glaube ich, gibt es sehr, sehr viele starke Schachspieler. Also nach Russland sind wir, glaube ich, in Deutschland haben wir die meisten Titelträger. Die Amerikaner rücken so langsam so ein bisschen ran, indem sie die ganzen Einwanderer bzw. Auswanderer dort einheimsen, aber in der Breite ist Schach in Deutschland schon extrem populär und auch auf einem hohen Niveau wird es da gespielt. In der Spitze ist immer so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Opportunitätskosten sehr, sehr groß sind in Deutschland. Man kann sehr viele andere Dinge machen, die vielversprechend sind und andere Karrieren einschlagen. Wir sehen das ja auch bei den Schachprinzen. Obwohl sie so jung und so stark sind, kommt, glaube ich, für keinen von denen wirklich so richtig ernsthaft eine Profikarriere in Frage. Die haben, beziehungsweise Alexander Donchenko weiß ich jetzt nicht genau, aber Matthias Bühlbaum und Dennis Wagner haben ja das Studium begonnen und ja, spielen natürlich weiterhin Schach, aber haben jetzt nicht die Ambition, über 2-7 zu kommen und dann die Weltspitze vorzustoßen, ja, weil einfach weil es so viele andere gute Möglichkeiten in Deutschland gibt. In Osteuropa. Wenn du sie denn beraten hättest, wenn du eher Berater gewesen wärst, hättest du ihnen geraten, das Schach ja auch auszuweiten und noch in die 2-7 zu knacken? Ich müsste dann schon sehr involviert sein in die Überlegungen. Also müsste Einblick haben in die anderen Talente, in Interessen. Das ist dann immer von Fall zu Fall unterschiedlich einzuschätzen, glaube ich. Also wenn jemand wirklich für Schach brennt, dann sollte er das auch durchziehen. Aber wenn man eigentlich dann eher eine akademische Karriere oder eine ganz normale berufliche Karriere präferiert, dann sollte man da auch jetzt nicht den gegenteiligen Rat geben. Vielleicht ein Beispiel, wo ich das so ein bisschen, was mich ein bisschen überraschend getroffen hat, oder nicht getroffen, aber damals David Baramidze, dachte ich eigentlich auch, der ist auch also ein sehr, sehr starker, ein talentierter Schachspieler vor allem, der gar nicht mal so viel für sein Schach getan hat, aber sehr stark geworden ist und über 2-6 gekommen ist, hätte sehr gut und gerne Profi werden können, 2-6-50, 2-7 vielleicht sogar erreichen können, hat aber stattdessen dann auch einen ganz normalen beruflichen Weg eingeschlagen, Studium erst, dann Ausbildung. Klar, also sichere Geschichte, aber ich glaube, noch höhere Wein, noch mehr Lorbeeren werden da mit dem Schach einzuheimsen. Aber er hatte die Einschätzung, die persönliche, dass er diesen Sprung nicht schaffen würde. Dass er nicht dieses Niveau erreicht. Ich hatte ein bisschen einen anderen Eindruck, aber ja, also. Ja, wir hatten ihn auch mal zu Gast. Ja. Vor einigen Jahren. Er ist sehr bescheiden. Er hat das dann eben aber auch so geschildert. Ja, ne? Er wollte lieber den anderen Weg gehen, weil das doch sehr unsicher gewesen ist. Du hast es eben mit den Opportunitätskosten beschrieben.
Und so hat es sich auch Genau, ausgedrückt. ja. Was Arthur auch erzählt hat, in Russland zum Beispiel hat Schach auch einen ganz anderen Stellenwert. Ob als Schachprofi oder als Schachtrainer. Schachtrainer ist wirklich ein anerkannter Beruf, auch an Schulen. Du bist fest angestellt und wenn du erzählst, du bist Schachtrainer, dann sagen die Leute, oh, oho, sowas wie Arzt, ja, also vielleicht vergleichbar. Sämtliche Länder der ehemaligen Sowjetunion sind damit zu vergleichen. Und ja, auch zum Beispiel Osteuropa, da sind ja auch immer einige Schachtalente unterwegs. Da ist halt so ein durchschnittliches Monatssalär ein Bruchteil von dem, was wir in Deutschland so gewohnt sind. Und dann liegt die Entscheidung natürlich auch näher, Schachprofi zu werden, in Westeuropa Turniere zu spielen. Und damit liegt man dann schon auf einem ganz beachtlichen Level verglichen mit der ja, mit den Mitbürgern in diesen Ländern. Aber wir müssen uns natürlich mit der Einkommensstruktur in Deutschland vergleichen. Kriegst du da erstmal deine 40, 50, 60.000 Euro im Jahr als Schachspieler? Das klingt jetzt für mich immer so, als ob du eigentlich keine Hoffnung hast, dass sich das ändert, dass wir es also weiter dabei bleibt, dass wir eine gute, starke Breite haben, die auf jeden Fall vorhanden ist, wo wir als Schachspieler auch dafür sorgen. Aber eine Spitze siehst du eigentlich nicht, auch in Zukunft nicht. Ja, vielleicht bin ich einfach nur nicht fantasievoll genug, aber also es ist nicht so, als würde es sich abzeichnen. Zumindest fühlt es sich für mich nicht so an. Was vielleicht eine Option wäre, Beispiel oder Vorbild vielleicht auch USA, einfach so ein paar ausländische Größen einzubürgern, zu inkludieren in die eigene Nationalmannschaft. Das wäre schon eher eine Option, aber also es sei denn. Also Einzelfälle gibt es dann natürlich schon, aber eine ganze Mannschaft von 4 oder 6 Spielern, von wirklich Schachprofis, die alles auf diese Münze gesetzt haben, alles auf diese eine Karte und das entsprechende Talent und den Fleiß mitbringen, um 2-7 oder noch jenseits der 2-7 vorzupreschen in Deutschland, sehe ich zumindest jetzt auf absehbare Zeit erstmal nicht kommen. Aber ist das wirklich eine Option, Spieler einkaufen? Also für mich ist das immer so ein Fremdkörper, Ja, mit dem man einkaufen sich auch nicht identifizieren kann eigentlich oder irgendwie. glücklicherweise einfach empfangen, zufällig. Das ist also, ja, weiß ich nicht, das ist dann eure Entscheidung wahrscheinlich oder also Nee, unsere zum Glück nicht. eure nicht, aber ja, das ist dann auch so ein bisschen eine sportpolitische Frage, mit denen sich der Deutsche Schachbund dann beschäftigt. Es gab ja auch solche Themen in der Vergangenheit sehr häufig oder hin und wieder. Arkadi Neidic ist ja hat seine Föderation gewechselt. Von Deutschland ist er nach Aserbaidschan jetzt konvertiert. Auf dem umgekehrten Wege Liviu Dädănescu als Rumäne dann jetzt doch unter der deutschen Flagge startend. Ja, das ist vielleicht tatsächlich eher noch so die Quelle von starken Schachspielern, auch in der Vergangenheit gewesen in Deutschland, also auch ein Daniel Friedmann oder ganz früher vielleicht noch Leonid Kritz, das waren ja auch alles Spieler oder sind immer noch aus ehemaligen Ländern der Sowjetunion. Na gut, Arthur Na, natürlich Igor auch. Ja. Khenkin, Und Arthur, Stamdautov, all diese Jungs dort mit 2-6. ja, für mich ist nur ein Unterschied, die sind von sich ausgekommen, aus eigenem Ja. Antrieb und haben sich entschieden, ihr Land zu verlassen. Oder die, wie bei dir, die Familie hat sich entschieden halt. Das ist für mich ein anderer Status, Ja, als dass ja. man eben sagt, okay, Nee, den also, wollen wir haben und ja, komme, nee, was wolle und den holen wir klar. uns. Ich verstehe mich auch komplett als Deutscher. Also, was anderes würde mir auch gar nicht in den Sinn kommen. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe nicht mehr so die große Verbindung zu meinem Geburtsland. Das wird bei einigen von denen natürlich auch ähnlich sein. Je länger man in Deutschland sich aufhält, desto mehr identifiziert man sich und versteht sich auch als solcher, als Bundesbürger. Ja. Würdest du denn solche Programme wie dieses Schachprinzenjahr verstärken einsetzen? Weil der Schachbund denkt ja mal, er könnte mit eigenen Fördermethoden irgendwie Weltspitze erreichen. Siehst du da Ansätze, wie man das machen kann? Klar, also wenn da die richtigen Anreize geschaffen werden, kann man auch in Deutschland Spitzenspieler heranzüchten. Es ist halt aufwendig, sowohl was den Aufwand betrifft, als auch die finanziellen Spritzen, die man da geben muss. Und es dauert auch seine Zeit. Also die Schachprinzen haben ja auch angefangen, was für eine Spielstärke hatten sie damals, 2-2, 2-3 bis hoch zu 2-6. Das hat natürlich auch seine Zeit gedauert. Aber es ist absolut möglich. Bloß ist die Frage, wo kommt dann das Geld her und wie werden die Anreize geschafft oder
wer ist geschaffen, wer ist da verantwortlich dafür, die Strukturen bereitzustellen und das Ganze zu organisieren und zu planen. Also es sind schon auch dann große Projekte und ja, also das mit der Olympiade damals in Dresden, so wurde das Programm ja damals ins Leben gerufen, wenn ich mich recht erinnere. Da war schon ein konkreter Fall dann auch gegeben, um so etwas durchzuziehen. Ich würde das sehr begrüßen, wenn das in der Zukunft auch wieder solche Maßnahmen gibt. Aber ich habe das eigentlich immer so ein bisschen als Ausnahmefall verstanden. Wer würde mich aber sehr, sehr gerne täuschen. Aber ihr könnt da jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Chess24 macht ein Schachförderprogramm und nimmt die besten Talente und die eignen für Sobald wir dich die her. Weltherrschaft und die absolute Monopolstellung haben, dann sind wir auch für solche Späße zu haben. Also dauert es noch. Anscheinend schon, ja. Ja, ein So paar klingt das Monate. zumindest. Ja. Okay, wir Ja. bedanken uns für ein tolles Gespräch. Wir haben einen Einblick bekommen in deine Persönlichkeit als Großmeister, wie du zum Schach gekommen bist, wie du dich entwickelt hast, aber auch so viele interessante Gedanken, die du zum Schach geäußert hast. Und wir freuen uns, dass du hier noch einige Tage bei der EU-Meisterschaft dabei bist. Wir werden dich bestimmt auch bei der Siegerehrung noch erleben auf der großen Bühne vor 1300 Leuten, wo du bestimmt einen Act haben wirst, von dem du noch nichts weißt. Das klingt schon so, als sei ich schon komplett verplant. Das Das ist klingt auch so, richtig. mir wurde auch schon ein paar Mal hier Konditionsblitz angedroht und ich solle mich mal lieber warm anziehen und zusehen, dass ich fit bin für die Siegerehrung. Ich habe schon ein bisschen Angst. Das solltest du auch haben. Das solltest du haben, ja. Weil, Respekt, sagen wir nein, mal ich so. stelle mich der Respekt vor der Herausforderung. Aufgabe. Ja, Ja, richtig. Andere sind schon gescheitert, auch mit dem Titel eines GMs. mal schauen. Ja, danke euch auf jeden Fall Alles auch klar. für die Einladung in diese Show und dass ich hier sein darf auf der Deutschen, dass ich so vorbildlich eingegliedert werde in in die Aktivitäten. Macht mir sehr viel Spaß und ich hoffe, die nächsten Tage werden nicht minder lustig. Genau. Okay. Und ja, dann sehen wir dich morgen früh um 10 Uhr auch wieder vor der Kamera. Richtig, Und morgen bin ich dann ja wieder in der Live-Kommentierung. richtig, genau. Und um 8 ist am Fitnessstudio Ja, für die Siegerehrung. weil er braucht ja noch Zeit, um sich zu stellen. Morgen ist doch erstmal das Blitzturnier. Wir Morgen reden früh um früh. 8. Wir reden von früh. Ach so, nee, ich stehe schon um 6 Uhr auf, dann gehe ich erstmal joggen, Fitnessstudio, ein bisschen schwimmen, Ja, Sauna, genau, das sag ich volle nur, ja, Programm, genau. selbstverständlich. Genau. Okay. Alles klar, wir bedanken uns recht herzlich. Und ja, dann können wir nur noch sagen, tschüss, ne? Jo, tschüss. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Es keine Toten gibt. Schwarz.